Okay, jetzt. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Chigi David und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist 9.05 Uhr am Morgen und ihr könnt euch vorstellen, 9 Uhr, wann ich imagine, was steht um 9 auf. Damit ich komplett fertig bin, mit Haaren gemacht, mit Make-up gemacht, mit Outfit sitzt und so weiter und so fort. Ich mag Shirin, no jokes, super, super gerne. Sie ist übertrieben korrekt, ich kenne sie auch schon ultra lange. Ist das gerade Serious Talk? Ja, no joke, okay. Wirklich jetzt. Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Es ist insane, was sie halt aufgebaut hat, was sie aus sich gemacht hat, ne? Ja, das ist halt wirklich, sie hat halt als einer der wenigen geschafft von YouTuberinnen. Katja halt auch safe. Man sagt, ja, I guess. Man sagt jetzt halt, aber bei ihr ist es krasser, finde ich. Man sagt jetzt halt nicht mehr, es ist die YouTuberin Shirin David. Sondern die Musikerin, sondern die Rapperin. Sondern es ist jetzt halt die Rapperin. Ja. Das wird bei dir auch passieren. Ultra heftig so. Das wird bei dir auch noch passieren. Ja, wahrscheinlich, Digga. Am Flughafen. Ich wollte irgendwas gerade noch sagen. Okay. Naja. Ach so, Bro, ich hätte gar keinen Bock als Girl, einfach wenn ich so um 9 Uhr aufstehen muss. Stell dir vor, so, wir müssen richtig früh aufstehen, sagen wir so um 7. Ja. Und du hast dann so einen wichtigen Termin, Dicker, und du stehst dann extra nochmal 2 Stunden vorher auf, um dich so fertig zu schminken. Digga, ich würde einfach ungeschminkt zum Termin kommen. Ich bin so froh, dass ich einfach hässlich bin und reich. Genau, ja, danke. Ja. Dafür muss ich mich ja nicht schminken, weil das Geld macht's halt dann, ne? Ja, genau. Heißt das hier? Gott. Jedenfalls sind wir heute hier am Privatflughafenbereich. Privat? In einer ganz besonderen Location, da wir das zeitlich nicht. Bist du schon mal Privatjet geflogen? Ich würde sagen, auch. Ich auch noch nicht. Ich saß schon mal einen drin, hab dann ein Foto gemacht, dann hat der Pilot gesagt, so jetzt raus. 10 Grad. Junge. Ich frage mich, wie teuer das ist. Execution. Execution. Genau wie das gleiche. Execution ist genau das gleiche wie Dirty. Ich komm. Was war das für ein Sound? Hä? Was der Sub-Sound. Wow, Digga. Das ist Arcani. Ich und Autos, das funktioniert einfach nicht mit dem Aussteigen. Wie wär's mit Anschneiden eigentlich? Ich war gerade dabei. Excuse me. Nein, ihr musstet mich nicht. Anton hat, glaube ich, gefilmt. Ist ein Kollege von mir. Bro, diese Tasche ist so cool, die sie hat. Die Dior-Tasche? Mhm. Ich finde, Shirin's Style ist sowieso insane gut. Ja. No joke. Ja. Shirin hat einen kranken Style. Obwohl ich sagen muss, ich feiere bei Girls persönlich. Also, das ist, würde ich mehr sagen, so, ohne das jetzt abwertend zu sagen, so mehr so ein Mädchen-tussiger Style. Tussiger klingt so abwertend, aber so meine mein ich das nicht. Ich meine so so Boss-Bitch-mäßig. Und ich feiere mehr so dieses Streetwear-mäßige, weißt du? Ja, so, so Jana-Style, Jana Xnell. Ja, so vielleicht, genau. So, ja. Das ja, sie ist halt mehr so High-Fashion, aber es steht dir ja halt. Ja, ne? High-Fashion ist das Wort. Danke, das ist, was ich gesucht habe. Aber ist trotzdem wild, also die hat auf jeden Fall Style. Ja. Und Digga, ich hab die ganze Zeit den Sound aus. Ich bin so schlechter Streamer. Und man merkt auch krass, die fühlt, was sie trägt. Ich finde, das macht immer übel viel aus. Ja. Wenn Leute das geil finden, was sie gerade anhaben. Ich finde mich auch immer geil, was ich trage. Ja, das merkt man bitte nicht. Okay. Wir fliegen heute das allererste Mal gemeinsam zum Dirty Tasting ins Werk, direkt in die Produktion und werden vor Ort direkt verkosten, welche Sorte am besten schmeckt. Ich habe die Digga, wie teuer ist so ein Flug? Am 28. September 2020 ins Markenregister bereits eintragen lassen. Sie war wirklich 3 Tage früher als ich, ne? Was? Mit Markenregistereintragung. Wolltest du das übernehmen? Ja. Ja, wäre auch smart gewesen. Ja. Aber so also ich wollte halt einfach wirklich ein Eistee machen, wo er da drin ist. Den Dirty Tea. Den Dirty Tea. Mit so einem Minecraft-Logo. Genau, und der. Genau, Digga. Ey, ich habe mal gehört, dass so ein Flug so 10 bis 20 kostet. Also 1000. Sollen wir das mal machen zusammen? Guck mal, die kriegt Frühstück. Boah, hast du gesehen? Aber das ist halt ein kleiner Jet. Das ist der kleinste, glaube ich, den man holen kann. Guck mal, Junge. Kann sein, dass der nur so 8K ist. Ey, sie hat so geschafft, Junge. Sie hat so geschafft. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen too much wäre. Echt? Also ich sag mal, ich würde es mal machen mit so Freunden. Das ist der Snapchat-Filter, guck mal. Das ist vom Peso, oder? Echt? Nein. Man sieht es doch gar nicht. Nein sagen. Alleine Betankung kostet 15K. Ja, aber man braucht ja wahrscheinlich nicht die komplette Spritmenge, oder? Ich steige hier unfassbar aus diesem wunderschönen Flugzeug. Nein, alleine, das ist schon. Weißt du, lange Nägel bei Girls? Hä? Weißt du, lange Nägel bei Girls? Ja, schon, aber ich glaube, die sind. Ja, also, die sind ein bisschen ich lang. Ich denke ne? mal, das ist, ich kann mir halt für sie vorstellen, dass das sehr anstrengend ist. Aber ich glaube, man gewöhnt sich auch dran. Also, ich finde die auch ein bisschen lang. Aber ich feiere an sich so, wie nennt man das? Nennt man das Acrylnägel? Also so Nägel von, also gemachte Nägel finde ich auf jeden Fall sehr geil. Ja. So sehe ich beim Aufsteigen eines Privatjets aus. Warum ist es immer leise Schritt. Und manchmal laut? Ich mach's noch lauter, Chat. Hallo, hi. Gelnägel, ja, das ist das Wort. So, Freunde. Boah, Bruder, die hat gar nicht gezuckt beim Test. WTF? Tier einfach, what the fuck? Alter, ich sterbe immer halb. Wahnsinnig viel vorbereitet für uns. Und ich bin richtig aufgeregt.
Das sind keine Nägel, das sind Katana. Boah, yo, Digga. Nägel sind länger als Revi sein Dick. Nein, du hast meinen Dick schon mal gesehen, oder? Nee, noch nicht, leider. Ich kann dir den später mal zeigen. Okay, real? Gucken. Ich kein Problem. Wollen wir unsere Dicks zeigen? Ich habe einmal am Rastplatz aus Versehen sexuelle Belästigung gemacht. Mhm. Ich habe im Vantrip habe ich einfach meinen Pimmel so genommen und das Fenster war halt vorne so die Scheibe und ich habe den so auf den Tisch geschlagen am Duschen. Okay. Und da stand vorne so eine alte Frau und hat so Snickers gegessen, hat so geguckt auf meinen Schwanz, wie ich den so auf den Tisch hau und hat mich so angeschaut. Das war sehr, sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ob das real ist. Das ist wirklich real. Kannst du Tobi fragen. Ich habe das gemacht, weil Tobi dabei war, weil ich das lustig fand in dem Moment. Klassisch. Aber, klassisch. Das sind normale Dinge, die man mit seinen Homies macht. Alter. Ja, Bro, warum nicht? No joke. Ja, normal. Hast du schon mal einen Kollegen im Pimmel ins Ohr gesteckt? Digga, wollen wir einfach das Video weiter. Ja, hast recht. Guck mal, selbst damit hat sie mehr Drip als wir alle zusammen. Ja, big facts. Was ist denn das für ein Produkt? Ist einfach nur Eistee? Für dich vier Versionen. Ist einfach nur Eistee, ja. Krombacher? Y-Ehrenmann? So, Akrani, jetzt musst du leider runter. Seite zwei Versionen Zitronen-Eistee. Oder er will nicht. Kannst du loslegen, ich bereite währenddessen die anderen Geschmacksrichtungen vor. Vielen Dank. Oh nein. Er will hoch, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Er will wieder hoch. So sieht es halt aus, ne? Mit Eistee Nummer 1. Ja, komm her. Okay, krass. Ey, okay. Oh ja, bitte, erzählen Sie uns. Wir haben unterschiedliche Aromatik. Hä, aber Krombacher macht doch Bier und kein Eistee. Ja, safe machen die halt alles, Diggi. Die haben doch alles dafür da. Oder? Hat nicht jemand, der Bier braut, alle Technologien da, um auch Getränke zu machen? Außerdem machen die auch Fassbrause und so. Ja, stimmt. Also die werden alles haben. Ich denke auch, das ist so wie bei vielen Marken. Die werden auch Untermarken haben, Bro, die nicht nur Bier vertreiben. Aber ist das normaler Eistee oder ist das was anderes? Ich glaube, es sind spezielle Geschmackssorten oder so. Obwohl Blaubeere ist jetzt nicht so special. Aber wird das Eistee mit Suff oder nicht? Ist das weiß ich nicht. Ich hatte irgendwas gelesen, dass es mit Suff wäre in der Insta-Story. Aber... Das wäre chillig eigentlich, oder? Eistee mit Schminke. Das ist Eistee, der dich automatisch schminkt, wenn du es trinkst. Chillig, Alter. Mit 90%. Oh, da ist Alkohol drin. Aber da macht es ja noch mehr Sinn, dass sie es mit Krombacher machen. Das ist ja geil. Das ist no joke geil. Das wäre dann so ein Longdrink-mäßig. So diese, kennst du diese Wodka E oder so aus der Dose? Ja. Sowas aber vielleicht ein geil. Übertrieben geil. Ein bisschen zu wenig Geschmack. Okay, Akani, ich muss kurz holen, ich brauche was zu trinken. Da steht ein Red Bull. Ich hätte gern irgendwas, hast du so Organic? Guck mal vorne in den Kühlschrank. Ja. Eistee mit Codein gemischt, ich glaube nicht, dass das legal ist. Ich glaube, den kriegt man nur auf Rezept. Mit Ketamin, ist glaube ich auch nicht legal. Wahrscheinlich nicht. Ich habe so Tony dann noch gestärkt. Boah, ich habe so viel aktuell. Sehr spannend. Öffnen mein Leben. Mein Leben sind Dicks. Wie das riecht. Hallo? Übergeil. Meine Mutter anrufen. Okay, Leute, wir sind gerade beim Tasting und ich sage euch wirklich. Ich will auch irgendwie sowas machen, so ein eigenes Produkt. Mhm, ciao. Hast du schon mal überlegt, deine Pisse zu verkaufen? Darf man das? Weiß ich nicht. Okay. Auch nur, als ich angekündigt habe, dass wir Dirty machen, da habt ihr immer meinen guten Freund auch Cotton Candy zitiert. Und deswegen, hier steht der Cotton Candy und der wird jetzt auch probiert. Wow, ich bin auch geschwollen. Mhm. Alter! Boah, ich glaube, das fände ich widerlich, Digga. Meinst du? Mhm. Oh. Der ist ein bisschen zu süß. Ein bisschen zu künstlich. Bro, das ist übertrieben geil. Ich finde es so geil, auch da das so zu testen. Stell dir vor, da werden so Sorten für dich vorbereitet. Mhm. Und dann kannst du selber entscheiden. Und kannst du sagen, ich will das und so und so und so haben. Das ist schon nice. Übergeil. Hä? Der Kali riecht immer nach deinem Dick. Nice. Nach so Fisch? Ja. Ich dachte, du warst baden. Nee. Okay, perfekt. Weil alles andere wird zu fruchtig. Würdest du sagen, du hast eine Lieblings-Eistee-Sorte? Ich trinke gar nicht so viel Eistee. Ich trinke aktuell auch kaum. Variante mit 5% Alkohol und eine Cranberry-Variante. Wir haben du trinkst nur Red Bull, oder? Ich finde, das ist eine angebrachte. Trink nur Red Bull und Wasser eigentlich. Mhm. Würde einfach mal sagen, Bro, ich wirklich gerade und Tee. Ich glaube, wir brauchen es mit Kohlensäure. Ah, guck mal, das ist mit 5% Alk schon, ne? Kohlensäure-Eistee mit Suff ist geil. Boah, Digga, Cranberry wäre überhart. Ja, ja. Ich liebe Cranberry-Wodka und sowas, das ist mega nice. Die zweite Version ist sehr gut. Hier, ich werde irgendwie nicht warm, das finde ich irgendwie noch schwierig mit Maracuja. Da ist eine Mango oder ähnliches. Bro, wenn ich da wäre, ich wäre so ein richtiger Verkoster, ich würde so richtig so auf Experte machen. So, naja, hier ist so der Abgang so ein bisschen zu nussig noch ein Stück weit. Ja, Bro, da ist keine Nuss drin, was redest du? Da ist keine Nuss drin. Sollen wir zusammen auch ein Produkt rausbringen? Wir machen sowas wie, was gibt's noch nicht? Esspapier mit unserem Gesicht drauf. Esspapier mit unserem Face drauf. Hammer Idee, Doc. Und
auf das Esspapier tun wir LSD. Lass. Wir machen einfach LSD. Ja, Mann, Digga. Lass mal so eine Dartscheibe machen mit unseren Gesichtern drauf, wo man so draufwerfen kann. Das wäre geil. Unser Boxsack so. Und immer wenn man trifft, das ist so eine elektronische, immer wenn man trifft, dann kommt, egal wo man, also es ist so ein Bild, wo wir beide drauf sind. Ja. Und wenn man deinen Bereich trifft, dann machst du so einen Sound, so ein Ah! Und wenn man mein Gesicht trifft, dann mache ich so ein Ah! Oder Zigaretten. Wir machen Kippen mit Sascha zusammen. Digga, das würde so viel Pate bringen, aber das ist so eine Hunde so. Du machst so eine Bong mit so einem langgezogenen Gesicht von dir und dieses Ding, wo das Gras drin ist, ist so dein Mund so. Ich weiß nicht, wie eine Bong aussieht. Ich auch nicht, das ist eine Blumenvase. Mit einer Mango probieren. Dann nehmen wir Mango ordentlich Frucht und dann können wir es ja analog von dem bauen. Einmal eine Karbonisierung, im Endeffekt vom Fruchtgefühl. Karbonisierung, das ist Kohlensäure. Genau. Oder? Ja, machen wir das so. Carbon, ist das nicht so vom Auto? Ja, ist da drin. Boah, das sieht so geil aus da. Ja, ne? Weißt du, ob ich auch richtig Bock drauf habe gerade? Was? So mit 10 Leuten im Kreis in so einem riesigen runden Tisch zu sitzen und einfach nur zu fressen. Da habe ich so Bock drauf, Alter, mit allen Freunden im Kreis sitzen und einfach nur fressen den ganzen Tag. Hast du 10 Freunde? Nee. Okay. Hallo? Dirty, hallo? Hallo? Guck mal, das ist voll krass, die hat eine Dirty Pipeline einfach. Es legen die jetzt direkt nach Deutschland. Ja, ja. Das muss ja in Deutschland sein. Traumacher ist doch Deutschland, oder? Den allerersten Rundgang gemacht haben, gesehen haben, wie die Brauerei aussieht, haben die netten Herren hier schon mal eine zweite Version gemacht. Also quasi auch Feedback. Die zischen einfach direkt was Neues. Wie schnell. Geil. Samples entstanden mit den Kritikpunkten, die wir hatten, mit den kleinen Veränderungen. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die schmecken. Boah, das ist so geil. Ich finde es so interessant, ich finde cool, dass ich das so mitnehme. Ja, ja, safe. Das ist einfach wirklich das allererste Sample, könnt ihr euch das vorstellen? Da will man doch aus Prinzip irgendwas anders machen, aber es ist einfach der erste. Ja, safe, guter Ansatz, guter Ansatz. Grüner Tee, Honig, aber lecker. Sehr geil. Das ist okay. Der riecht nach nichts. Die Süße ist super. Ich glaube, da könnte auch noch so ein bisschen etwas mehr. Ich finde, Eistee schmeckt immer nach Kotze, wenn man das durch die Nase bekommt. Man sollte mal noch Eistee in die Nase bekommen. Ja, kennst du das, wenn man Eistee trinkt und man lacht dann und dann. Ob man so, und dann kommt es durch die Nase und dann riecht es den ganzen Tag aus der Nase nach Kotze. Ja, aber das hast du doch mit jedem Getränk, wenn du lachst. Nee, Digga, bei Eis ist das Schlimmste oder bei Apfelschorle. Ja, dann lach doch einfach nicht, wenn du was trinkst. Ey, Digga, danke, du hast alle meine Probleme gelöst. Aber das ist auf jeden Fall die Basis, weil das ist super weich, voll angenehm. Hey, der hat noch nie Eis getrunken, mein Mod, den bann ich. Wir enden Modden einfach. Wir haben hier einmal Blueberry und hier haben wir einmal Green Tea Honey. Und ihr müsst jetzt entscheiden, welche. Ich hab für Blaubeere gestimmt. Safe. Ist doch Blaubeere geworden. Ja? Woher weißt du's? Hat sie gepostet. Entscheidet jetzt, ihr habt 24 Stunden. Ich verfolge sowas immer echt krass, Digga. Ich finde so Leute, die in derselben Branche wie wir arbeiten und dann im Hintergrund so eine Marke launchen, so sick. Finde ich auch so übergeil. No joke. Wir machen nämlich auch einen alkoholischen Eistee. Oh, geil. Ich fände es richtig geil, wenn es so eine, wenn es so einen Eistee gibt, der hätte. Was ist okay? 30%. Bro, das ist über viel. 30% und der wäre ab 14. Oh ja. Das wäre über der krasse Markt. Ja, oder so, wie so Pulver, was man sich so selber dazu machen kann, wie bei diesen Energy Drinks. Aber das ist mit Alkohol drin und man kann sich so viel reinmachen, wie man will. Oder man macht einfach so Pulver, das schmeckt, aber das ist einfach Kokain. Oder man macht einfach so einen Eistee, wo aber einfach anstatt Ethanol Methanol drin ist und man wird einfach blind. Oder man macht einfach Ketaminpulver mit Geschmack. Ich weiß nicht, was es ist. Für so ein Pferdebetäubungsmittel. Bro! Sorten Cranberry und Mango zu nehmen. Beide haben einen Schuss Kohlensäure hinzugefügt. Das ist geil. Kohlensäure und Alk ist immer geil. Das knallt richtig rein. Ah, ich weiß nicht, ob ich Kohlensäure fühle, Digga. Ich hab mal mit Nico in 2 Stunden, glaube ich, 10 Wodka-Soda getrunken. Bruder, wir haben die ganze Zeit nur. 10 oder. In einer Stunde so viele. Ich bin seit einer halben Stunde hier und wir haben noch über nichts anderes gesprochen, außer über Bonkiffen und Alkohol. Ja, das liegt halt an unserem mentalen Problem. Was sollen wir denn machen? Digga. Okay. Also wir wünschen Shirin auf jeden Fall auf dem Weg alles Gute.